Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es bricht mir das Herz. Es ist unsere sächsische Heimat, es ist die sächsische Schweiz. Wir alle kennen diese Region. Wir sind hier so oft gewesen mit der Familie, mit Freunden, haben Zeit verbracht. Und jetzt sieht man, wie dieser gewaltige Waldbrand auf einer so großen Fläche die Natur zerstört. Und es ist vollkommen klar, wenn die Kameradinnen und Kameraden hier von der Feuerwehr, von der Bundespolizei, von der Bundeswehr aufhören würden zu arbeiten, brennt alles ab. Es ist wirklich eine Frage, wer hat die größere Kraft, wer hat die Durchhaltefähigkeit und wer gibt zuerst auf? Das spürt man sehr deutlich. Ich bin Frau Lambrecht und unserer Innenministerin Frau Faeser sehr dankbar, die wir heute in den Telefonaten deutlich gemacht haben. Der Bund steht. Wir werden weiter mit den Hubschraubern des Bundes rechnen können. Das ist hier auch das einzige Einsatzmittel, was wirklich etwas bringt. Wir haben von der Landespolizei, wir haben aber vor allen Dingen hier aus der Region, aus dem Landkreis Sächsische Schweiz und aus Sachsen heraus so viele freiwillige Helfer. Die Feuerwehren sind alle da aus allen Teilen des Sachsens. Das ist großartig zu sehen, diese Solidarität. Das ist unser gemeinsames. Wir kämpfen hier um unsere Heimat. Aber es ist klar, es wird Tage und Wochen dauern, bevor wir hier über Entspannung reden können. Und es wird sehr viel Geld kosten. Mein Wort gilt, die Region, die jetzt für die Brandbekämpfung erst einmal den Hut auf hat und das hervorragend macht, Landrat Geisler mit seinen Leuten, seinen Frauen und Männern, die hier arbeiten. Wir werden das finanziell organisieren, dass hier das gut geht. Und wir werden auch dafür sorgen, dass wieder aufgebaut wird. Es ist eine Region von ungefähr 150 Hektar, gewaltig groß, wenn man das auch von oben sieht. Aber man darf nicht vergessen, der Nationalpark Sächsische Schweiz, das sind über 9000 Hektar. Und deswegen auch ein Ruf in das Land hinein, kommen Sie nach Sachsen, kommen Sie auch ganz bewusst in die Sächsische Schweiz zum Urlaub machen. Bis auf diese kleine Region, in der hier wirklich hart gekämpft wird, lohnt es sich, Urlaub zu machen. Und es ist eine große Unterstützung für die Menschen, für den Tourismus, für die Wirtschaft hier in der Region. Wir brauchen sie alle und wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir derzeit hier aus Deutschland erleben.